Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Webinar zum Thema künstliche Intelligenz. Heute, das Webinar hat eigentlich zwei Funktionen. Einerseits ist genau in unserer Webinarreihe, österreichweiten Webinarreihe, künstliche Intelligenz der Game Changer. Und gleichzeitig ist das heutige Webinar aber auch Teil unserer derzeit aktuellen Impulstage, Wirtschaftskammer Österreich Impulstage, mit dem Thema digitale Pfade zum Kunden. Und genau mit dem Thema werden wir uns heute auch beschäftigen. Datenbasiertes Online-Marketing ist das erste von drei Webinaren, die wir gemeinsam vorhaben. Ziel von datenbasierten Marketing, Online-Marketing, kann ja wohl nur sein, entweder Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden besser an sich zu binden. Ganz genau. Am Ende des Tages Umsatz zu machen. Mhm. Und dazu habe ich heute einen Experten da, Gerd Kürner. Danke. Ja, du bist Vollblut-Marketinger, würde ich mal sagen. Heute da als CEO von 546.ai. Ja, Unternehmensgründer in diversen Branchen, Tech, Digital und so weiter. Was mir besonders gefallen hat, 40 Jahre, du feierst bald 40 Jahre Digitalisierung für dich persönlich. In meinem Alter kennt man einen Commodore VC20. VC für alle Jungen ist für Volkscomputer gestanden. Das war pur 64, war der noch. Genau, die erste Version, also können wir uns noch erinnern. Ja, danke, du wirst uns dann zum Thema einführen. An der Stelle vielleicht gleich die in der Regel erste Frage. Sowohl die Slides als auch den Mitschnitt dieses Webinars ist in wenigen Tagen, also die Slides sind gleich rum, der Mitschnitt muss noch ein bisschen bearbeitet werden, auf wk.org/ki zum Download. Mein Name ist Hans Baldinger, bin im Innovationsservice, mache einerseits im Beratungen klassisch und versuche aber auch immer solche Themen wie künstliche Intelligenz voranzutreiben. Wir werden heute von dir eine Folie sehen, wie vor 4 Jahren ja, genau, die Durchdringung war. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit dem Thema begonnen habe. Mittlerweile doch ein Thema, das, glaube ich, viele beschäftigt und vor allem viele beschäftigen wird. Ganz, ganz wichtig für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Es sollte nicht nur von uns der Input in eine Richtung gehen, sondern mein Aufruf, meine Bitte, ja, kann es eindringlicher sagen. Es geht wirklich um das, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie via Chat diese Fragen. Ich werde immer ein Auge drauf werfen und habe mit Gerd ausgemacht. Wir werden spontan unterbrechen, genau, und die Fragen stellen, wenn Sie sie uns übermitteln. Ja, für die Teilnehmer, die immer schon dabei sind, wissen, wie wir beginnen, nämlich mit einer Frage in die andere Richtung, und zwar an Sie. Und wir haben zwei Fragen vorbereitet, weil wir ja wissen wollen, wer unsere Kunden sind da drüben und wie der Stand ist. Dafür bitte die Fragen bitten. Ja, die erste Frage, haben Sie sich jemals die Daten Ihrer Webseite angeschaut? Wir haben 5 Möglichkeiten als Antwort. Ja, regelmäßig. Und letztendlich entscheide ich aufgrund dieser Daten mein Unternehmen. Ja, regelmäßig zur Information, also der klassische Controller, nicht das Controlling, sondern der Controller-Daten. Oder ja, aber unregelmäßig nach Bedarf, wo man sagt, quasi jetzt ist irgendwas, da möchte ich wissen, was ist passiert. Genau. Vierte Möglichkeit, schon einmal gesehen, aber in Wirklichkeit arbeite ich damit. Oder nein, noch nie, die Daten von meiner Homepage kenne ich gar nicht. Ja, Sie haben die 5 Möglichkeiten, Entschuldigung. Bitte rasch voten. Wir wollen einerseits repräsentativ sein, also nicht gleich Antworten geben. Andererseits haben wir heute viele, viele Slides und viele Themen und möchten auch nichts für aufgeben. Aus deiner Erfahrung, was erwartest du jetzt von den Balken? Es kommt jetzt ganz darauf an, wer da uns gegenüber sitzt. Ist es auf der Entscheiderebene, erlebe ich sehr häufig, ja, schon einmal gesehen, aber selbst schauen wir es nicht an und kann die Zahlen auch nicht nennen. Also man hört sehr oft, wenn ich sage, jetzt am Vorstand einer Finanzinstitut, welche Filiale haben die meisten Besucher, das weiß er auswendig, wie viele digitale Abschlüsse hast du auf der Webseite, das weiß er nicht. Mhm. Also man merkt schon, dass es im operativen Marketing, im digitalen ist es schon so, dass sie die Leute damit beschäftigen, meistens aber eher zur Information und Entscheidung, sie nutzen die Daten nicht weiter, weil es gar nicht geht. Mhm. Ja, wir haben Ergebnis und sind schon gespannt. Ja, regelmäßig, ein Fünftel sagt regelmäßig und auch Entscheidungen. 10% sagen, ja, so zur Information. 38%, doch die erhebliche Mehrheit sagt, wenn Bedarf da ist, schaue ich mir das an, dann vergiss ich es mehr oder wieder, dass ich drauf schaue. Jedes Mal salopp so.
nicht arbeiten ein Viertel, also so viel wie die als Entscheidungen, und 12% sagen, nein, ist für mich kein Thema, habe ich nie wirklich gehört. Ja, wir sind sozusagen bei fast 3/4, wo ich es nicht benutze. Und jetzt genau der Grund, wo man auch ein bisschen dazu kommen, warum es einen Grund gibt, zu was würdest du so gern sagen, sollte denn das tun? Genau. Also das passt super. Danke für die Antwort. Danke, ja. Wäre wahrscheinlich eine spontane Frage am Schluss nochmal gut gewesen, ob vielleicht, was planen Sie zu so einer Frage in der Zukunft? Aber man kann werden wir vielleicht beim nächsten Webinar einbauen, wir sehen uns ja bei den nächsten beiden an. Gehen wir zur zweiten Frage. Darauf aufbauend, nämlich, ist das Geschäftsmodell, das Sie betreiben, von Bedeutung, ist es von Bedeutung zu wissen, was Ihre Besucher wirklich machen? Ja, es ist wettbewerbsentscheidend, also ich muss das unbedingt wissen. Ja, aber es hängt noch nicht unter Klammer, glaube ich, die Wettbewerbsfähigkeit für uns so entscheidend ab. Ja, das lässt sich aber nicht herausfinden. Oder eben, nein, hat keine Bedeutung. Auch das mal 4 Antwortmöglichkeiten, bitte wieder voten. Sind wir jetzt gespannt, was erwartest du jetzt so vom dem Gefühl zuerst, was du sagst? Ja, oder ein ähnliches Bild wie vorher. In den meisten Fällen ist es, dass es keine Bedeutung oder wenig hat, sogar noch etwas höher. Die Meinung ist oft, dass es eigentlich, was hat meine Webseite als einzelnes Beispiel überhaupt mit meinem Wettbewerb zu tun? Das wäre jetzt für mich gleich eine Frage an dich. So quasi für die, die jetzt mit Nein beantworten oder wenig Bedeutung, wie viele kämen im Zuge einer Beratung oder im Zuge eines Projekts drauf, dass das sehr wohl bedeutend ist? Ja, wir haben im Vorfeld kurz plaudert. Meistens kommt man mit einer anderen Frage. Oftmals kommt man mit einer Frage, entweder wie kann ich meine Werbeausgaben, das viel Geld ist, optimieren, was kann man da machen? Und die andere Frage ist oft, wie können wir Bestandskunden besser erreichen? Und wenn man dann diese Fragen mal zerlegt, kommt man eigentlich drauf, dass ich die Bestandskunden weder genau weiß noch genau kenne. CRM-Systeme gibt es schon, aber kann ich nicht aktivieren. Und bei der Werbung geht es oftmals um Werbemöglichkeiten, die nicht nachverfolgbar sind, nicht trackbar sind, weil es einfach auch Facebook oder auch, wie gesagt, die Nachrichten sind. Und aus diesen Fragestellungen legt man dann das meistens und kommt drauf, hey, da ist eine ganz andere Fragestellung dahinter. So, wir haben ein Ergebnis und schauen. Ja, die Wettbewerbsfähigkeit doch für ein Drittel. Oh, das ist hoch. Also das ist sehr hoch. Ja, so das heißt, die Daten sind extrem wichtig, ja, da bin ich jetzt da. Ja, dann noch 37% sagen noch nicht, aber da ist, betone ich sehr auch noch nicht. Das sind wahrscheinlich eh die man nach oben auch zum Teil ziehen kann. 17% sagen, lässt sich nicht rausfinden. Keine Bedeutung, 15%. Ja, überraschend. Also fast 70% sozusagen, die eine Bedeutung zumessen, finde ich sehr überraschend. Ja, ich spiele dann die Latte. Wir erwarten halt dann auch gerne massiv gesteigert. Wobei, ja, mache ich mir keine Sorgen. Damit, glaube ich, übergebe ich an dich schon. Nur mal der Aufruf, nützen Sie wirklich die Möglichkeit, via Chat Fragen stellen. Ich werde mich jetzt hauptsächlich auf das konzentrieren, was reinkommt, und dich unterbrechen. Gib da den Pointer und danke. Ich bitte dich einfach, deine Slides zu bringen und die Werte unterbrechen. Ja, und ich bitte es wirklich einfach unterbrechen, jede Frage gleich stellen, keine Antwort drauf geben, weil zu dem sind wir hauptsächlich da und da überhaupt keine Zurückhaltung machen. Ja, was werden wir über die nächsten paar Minuten etwas länger darüber sprechen? Ich nenne sie immer diesen Single Customer Film, was machen denn meine Kunden wirklich und wie komme ich denn überhaupt zu diesem Themenbereich? Vorgestellt bin ich eh schon ausreichend, da möchte ich gar nicht mehr darauf eingehen. Ich würde damit nur sagen, ich bin so der digitale Dinosaurier, der eigentlich vom Aussterben bedroht ist. Mitarbeiterinnen von uns sagen, unsere Eltern haben sie noch nicht einmal kennt, wie du beim Computer gesessen bist. Ich war jetzt nie der Techniker, sondern mich hat immer interessiert, was kann man machen, und habe mich damit sehr lange beschäftigen können. Und das ist eigentlich das Spannende, und die Begrifflichkeit, mit der wir uns im Detail beschäftigen, kann man umreißen mit dem Thema Marketing Data Science, das eher ein neuerer Begriff ist, aber der noch eine sehr große Rolle spielen wird. Im Unternehmen gehe ich ganz rasch drüber, geht eigentlich in erster Linie, wir sind mit dem aktuellen Unternehmen sehr jung, wir sind voriges Jahr im Jänner 2020 gestartet, und ja, es gibt bessere Jahre als wie 2020 mit einem Unternehmen zu starten. Wir gehen aber davon aus, dass wir mit unseren 20 Spezialisten, die wir bereits jetzt sind, mit guten Daten und der richtigen Technologie einerseits quasi die Wünsche von Konsumenten erfolgreich erfüllen kann, aber auch die Beziehung verbessern. Und wir entwickeln gerade eine eigene KI-Analyseplattform mit einem AWS-Projekt und sind in Vorbereitung für FFG. Das heißt, wenn Sie in diese Richtung unverbindlich Fragen haben, können Sie mir gerne über LinkedIn fragen oder bei sozusagen über die Chat-Funktion auch heute.
Gehen wir gleich mal in den ersten Schritt rein. Ich glaube, das Wort Digitalisierung braucht man nicht mehr reden. Ich selbst feiere 40 Jahre und die Digitalisierung gibt es seit 60 Jahren, da in den 60er, 70ern hat es begonnen. Ich möchte dazu nur sagen, diese vorausschauenden Themen, die Gurus dieser Welt und was alles passieren wird, sind bisher geschichtlich immer falsch gelegen. Das einfachste Beispiel ist, was Sie da sagen, ist das Raumschiff Enterprise. Ich bin Star Wars Fan, tut mir ein bisschen weh, aber geht nicht anders. Und die wurde 1966 verfilmt. Und damals hat man den Roman von Roddenberry mit den wissenschaftlichen aktuellen Thesen abgeglichen, wo die Wissenschaft der Meinung war, in 50 Jahren werden wir viele dieser technologischen Themen nutzen können. Und von dem haben die das Drehbuch dann geschrieben. Und das war so spannend, weil wir haben geglaubt, dass wir uns mit Überlichtgeschwindigkeit auf Planeten bewegen. Okay, Türen machen lustige Geräusche, aber auch wir können uns beamen und haben Energie im Griff. Wenn Sie sich genau überlegen, was damals so über die Kommunikation war, dann können die Eltern unter uns noch sehr erinnern, wenn der Captain Kirk am Planeten gestanden ist, dann hat er so ein ganz dickes Motorola Razr hochgeklappt und eigentlich nur wie bei einem Funkgerät zum Scotty sagen können, beam me up. Das heißt, die Fantasie war weit, die Realität ist noch weiter davon entfernt, weil niemand hat vorhersehen können, wie sich die digitalen Kommunikationsthemen machen. Also lassen Sie sich nicht Angst machen, lassen Sie sich nicht teilen mit den langfristigen Aussichten, es ist nicht relevant. Die Frage ist, was wird für Sie in den nächsten 3 Jahren für Ihr Geschäftsmodell relevant? Das muss man beantworten. Und das erreicht man eigentlich am leichtesten durch sehr schnelle, iteratives Experimentieren. Zukunft gestaltet man durch diese Experimente. Und Experiment heißt, ja, es kann nicht funktionieren. Sie müssen eine Geldinne haben, aber es könnte nicht funktionieren. Ich gebe ein Beispiel her, weil das recht bekannt ist. N26 kennt man wahrscheinlich landläufig als Challenger-Bank und wird mit Milliarden bewertet. Und die Gründer von N26 wollten eigentlich keine Bank gründen. Die Gründer von N26, und das ist die Überschrift von Pitch Deck, die haben eigentlich mit Papaya, jetzt kann man darüber diskutieren, ob das ein richtig guter Name war, aber Papaya wollten sie eigentlich eine Kinderkreditkarte machen. Man hatte das Problem, dass Jugendliche, die sie irgendwas kaufen wollen im Internet, meistens dann das Skins in einem Spiel oder sowas, nicht zahlen können, und für die wollten sie eine Kreditkarte machen. Das haben sie auch gemacht, nur haben halt die Jugendlichen die nicht genutzt, aber die Eltern haben die App dazu genutzt, ihre Bankgeschäfte zu machen. Und innerhalb eines Jahres ist aus Papaya N26 und ein unglaublicher Erfolgsstory geworden. Das heißt, dieser Mut zu schnellen, einfachen Experimenten, gerade im Wirtschaftlichen, ist unabdingbar, wenn Sie Ihre eigene Zukunft gestalten wollen. Und jetzt werden wir dann die nächste gute halbe Stunde ein bisschen darüber sprechen, warum die eigenen digitalen Daten so enorm wichtig sind. Wir gehen nicht auf Produktion und digitalisierte Prozesse, wir gehen eigentlich immer auf das Interface Verkaufs, Sales, Marketing, dort, wo Sie Kundenkontakt haben, ein. Und bevor wir das machen, möchte ich nur 3 grundlegende Dinge festhalten, weil die immer wieder kommen, dass das Gründe gibt, warum nicht. Und die nennen Sie mir gern Geld, Daten und Kinder. Eins von den 3 betrifft immer jeden von uns. Bei den Geldthemen ist es so, dass wir global mittlerweile seit 2019 so weit sind, dass im B2B und B2C alle Ausgaben zu mehr als der Hälfte im Digitalen sind. Und das steigt weiter. Das heißt, der digitale Werbespending, der digitale Euro gewinnt immer stärker an Fahrt und er nimmt den Lead ein. Das ist einmal so grundsätzlich wichtig. Wir haben 2020 zwar einen Dip beim Wachstum, weil auch letztes Jahr das war, aber es geht weiter. In Österreich sieht es da ein bisschen anders aus und da möchte ich auf eine dramatische Entwicklung hinweisen. In Österreich hat man durch die Digitalsteuer, die zwar keinen Lenkungseffekt gehabt hat, aber zumindest hat man hochrechnen können, was denn wirklich in Österreich an Werbespendings ausgeben, jetzt feststellen können, dass auch in Österreich schon 44%, noch weit entfernt von 50, aber rund 1,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Und jetzt wird es aber knusprig, von dieser Riesensumme, die ist fast so groß wie der ganze TV-Markt, gehen wir 13,5% an die heimischen Medien. Ich habe das heute quasi bei einem Medium angegeben, 13% von einem Euro bleiben in Österreich. Und mit dem sollen wir unsere Infrastruktur aufbauen und sollen wir redaktionelle Themen bearbeiten. Und ich glaube, das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, der nie bewusst ist. Übrigens 75% der ganzen Werbeabgaben holen sich Google und Facebook als Konzern sowieso weltweit schon. Also bei Geld haben wir schon einen großen Punkt. Beim Thema Daten, das können viele Leute nicht hören, wollte ich einfach nur einmal zeigen, wir steigen exponentiell. Und zwar nicht im Entertainment, das ist quasi alles, was Netflix und Co. und angeblich Männer im Ausland während Fußballspielen auf dem Handy so schauen. Es ist die Steigerung sehr stark im Nicht-Entertainment-Bereich, im Productivity, Embedded. Alles, was wir machen, N26, Sie haben persönliche Daten, die mehr werden. Und wir reden da bereits von Zettabytes. Und diese Dinge sind einfach manuell oder menschlich durch Arbeit nicht mehr handelbar.
Das ist auch der Grund, warum man Machine Learning oder KI in Zukunft unbedingt braucht, um dieser Riesenwulst an Daten überhaupt Herr zu werden. Und mich betrifft es nicht, ist eine wagemutige Aussage, aber würden Sie heute eine Tochter bekommen, dann hat die eine durchschnittliche Lebenserwartung, die in das Jahr 2104 reicht. Das heißt, Ihre Tochter erlebt das 22. Jahrhundert. Also jede Diskussion von, das dauert lange oder kommt nicht, haben Sie quasi eine Generation vor sich dann schon ausgeschlossen. Also das können Sie auch mehr oder weniger vergessen. Gehen wir jetzt vielleicht kurz nochmal auf das Thema, was war die Krise der letzten Monate ein, und ich möchte es nicht gesundheitlich bewerten, also das ist bitte nicht mein Thema, ich möchte es nur wirtschaftlich kurz nochmal herzeigen. Und bei den wirtschaftlichen Themen haben wir auf der einen Seite den Trend, den es vorher schon gegeben hat, dass es diese Direct-to-Consumer Stärke gegeben hat, sprich, dass man eigentlich über den Handel hinweg direkt beim Endhersteller oder beim Endkunden, beim Hersteller einkauft. KPMG in Deutschland hat das auch belegen können, dass sich 60% von Kunden dort wohlfühlen, was eigentlich eine Riesenproblematik ist mittlerweile. Und das hat sich sozusagen beschleunigt und das wird noch stärker, aber das Ganze ist auch im B2B ein Thema. Nicht jetzt für Dienstleistungen oder wo die Voestalpine Bleche für Daimler liefert, aber für viele, die Produkte herstellen, will man zunehmend den Großhändler, den Vertriebspartner überspringen. Warum? Um an dessen Kundendaten zu bekommen, um schneller ein Produkt entwickeln zu können, mehr Feedback zu bekommen. Also wir reden schon wieder von Kundendaten, die dann eigentlich das B2B-Unternehmen haben möchte. Und wir haben auch eine, sagen wir mal, weitere Steigerung der digitalen Medienlandschaft erhalten, hauptsächlich alles, was Audio ist, ist auch leicht erklärbar. Vor 3 Jahren hat meine Frau nur zu mir gesagt, wenn ich mit diesen iPods von den Hörern mit ihr auf die Straßen gehe, dann geht es einen Meter von mir weg, weil sie schauen sehe, das schaut peinlich aus. Heute wird das kein Mensch mehr sagen. Das hat sie übrigens in den 90er Jahren zum Jahr gesagt, wenn ich mit meinem Handy neben ihr telefoniert habe, hat sie ja gesagt, wenn du einmal mit ihr fortgehst und telefonierst, geh weg, ist peinlich. Aber durch das, dass wir Oligo-Hörer in die Uhren haben, haben wir jetzt viele Möglichkeiten, Audio zu genießen. Audio hat halt den Vorteil, das ist die einzige Medium, das ich genießen kann, während ich etwas anderes tue. Warum ich das sage, ist, weil diese Welt sie noch weiter ausbaut und jedes dieser Logos, die Sie dort sehen, sammelt Daten für sich, gibt sie Ihnen natürlich nicht und schon gar nicht Ihrem Unternehmen, wenn Sie Werbung oder andere Dinge machen. Und wenn man sagt, was gibt es noch an Entwicklung, die man eigentlich gar nicht sieht, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Discord kennt oder benutzt, es gehen dann ein paar Hände hoch und sage ich, jeder, der Online-Gamer ist, gibt die Hand wieder runter. Das kommt aus dem Online-Gaming-Bereich, ist eigentlich eine Kommunikations-App, die eigentlich nur dazu dient, über Server miteinander zu sprechen. Was ist das Besondere? Jeder weiß, dass Videokonferenzen anstrengend sind. Warum? Das sind Latenzzeiten. Die brauchen lang, ich muss mich voll konzentrieren. Auf Discord hört sich das an wie ein echtes Gespräch, ist auch bei so Multiplayer-Games relevant. Und Discord quasi kommt aus dem Gaming-Bereich und gehört zur drittmeistgeladensten Download in Amerika bereits. Und die Zahlen, die Sie dort sehen, die sind natürlich nur Schätzungen. Aber das schaut aus wie der naive Businessplan eines 17-Jährigen, dass sie im 2016 5 Millionen, 10 Millionen, 30, 45, 130 Millionen Revenue machen. Und das ist halt wirklich so. Und Shopify quasi, die App, mit denen man selbst Jobs machen kann, die ein bisschen im Schatten von Amazon immer segelt, hat am BFCM-Weekend, für alle Nicht-Retailer, das ist das Black Friday Cyber Monday Weekend, also die erfundenen Feiertage, um mehr Geschäft zu machen, haben sie 76% mehr gemacht, also über 5 Milliarden Umsatz. Und um in Österreich noch einmal zu bleiben, Bitpanda, jeder, der vielleicht mit Kryptowährung handelt oder sich interessiert, kennt diese Siemens Startup, die waren im April noch 1,2 Milliarden Dollar wert und sind jetzt gerade in einer Kapitalrunde mit 4,1 Milliarden Dollar bewertet. Und wir reden von einem Startup aus Österreich, undenkbar vorher. Also wir haben einen hohen Druck in diesem Eck drinnen. Warum das relevant ist, egal ob B2B oder B2C, der Mensch bleibt der gleiche. Ich wechsle nicht mein Hirn ab, wenn ich dann bei Ihnen kaufe oder bei einem B2B-Unternehmen arbeite. Kurz einmal zu dem Thema Daten jetzt. Da sind wir in einem riesenproblematischen Feld drinnen, der sogenannten Vertrauensfalle. Weil wir es schon so lange her, wir haben zuerst ein bisschen geplaudert. Man sagt, ich glaube, du hast gesagt, vor 4 Jahren oder so hast du begonnen mit KI. Ja, seitdem wird über KI gesprochen und bei IBM ist der Go-Player der Welt sozusagen besiegt worden und ganz viele diese Dinge. Vertrauensfalle heißt, wenn man lange genug darüber spricht, glaubt man am Ende des Tages, dass man es schon tut. Und das ist beim Thema Daten so, weil wenn man sagt, Daten ist eh klar, alter Hund, der Kühner braucht man nicht und der CM haben wir auch. Wenn man dann nachfragt, was für Daten und hast du überhaupt eine Ahnung, stellt sich ganz schnell heraus, eigentlich ist nichts oder wenig da. Und das hat man auch in den letzten 1,5 Jahren gesehen. Das heißt, wir haben zwar
Situation gehabt, wo wirklich jeder fünfte Verbraucher quasi die Marke und den Händler gewechselt haben und wirklich 7 von 10 haben einen neuen Kanal ausprobiert, also haben vorher das noch nie gemacht. Und der Einzelhandel, zumindest aus Deutschland stimmen die Zahlen so, hat wirklich in diesem Monat einen 10-jährigen Sprung im Sinne des Wachstums gemacht, wird auch wieder was verlieren. Problematischerweise ist aber kein wesentliches besseres Verständnis der Kunden vermittelt worden. Die Datenmodellierung ist alt, es ist kein besseres Service, sie haben immer nur ein Problem. Zum Beispiel bei der Wizz Air, wenn sie was dort beanstanden, wenn sie ein Formular finden oder andere diese Dinge. Also wir haben ein großes Wachstum, aber Service und die Qualität der Daten und ihren Daten hat damit nicht Schritt gehalten. Und wem gehören die Daten? Ich habe einfach jetzt das Beispiel, das ist jetzt nichts für oder gegen der WKO, aber einfach kann man nachschauen, wem gehören denn die Daten? Und wenn Sie die WKO.at anschaut, nicht die oberösterreichische, dann sieht man gleich mal an zweiter Stelle steht Google Analytics. Das ist ein super Tool. Die Christine Adlanger-Winter, die Geschäftsführerin von Google, ist sogar Oberösterreicherin, die in Hagenberg studiert, schätze ich auch sehr. Wir arbeiten auch mit Google-Technologien. Aber es gibt hier einen kleinen Beauty-Flaw, einen kleinen Schönheitsfehler drinnen. Das Tool ist kostenlos. Und das Tool, das muss man sich vor Augen halten, hat weltweit von allen Webseiten, Shops und Apps, die getrackt werden, einen Marktanteil von 86%. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, der Diskussion zum Chrome-Browser und ob Cookies noch da sind oder andere Dinge, ist eine wichtige Diskussion, aber so wichtig wie, ob das Wetter morgen schön oder nicht wird, weil wenn 86% aller Webseiten so eine Pipeline von ihrer Webseite zu Google hinstellen, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, was Google sonst mit Tracking einsammelt. Und damit meine ich nicht, das ist ein schlechtes Tool, aber es hat halt den Schönheitsfehler, dass es die Daten für Google benutzt und deswegen auch rechtlich Ihnen die gar nicht weitergeben kann. Sie können auch keine personenbezogenen Daten sammeln. Das ist ja verboten und das geht gar nicht damit. Aber man muss sich überlegen, dass wenn wir über Daten sprechen, 86% kehren Ihnen gar nicht, sondern die kehren eigentlich richtigerweise Google Analytics in dem Fall. Und warum das so wichtig ist, ist, wenn wir jetzt mal eine simple Customer Journey, also diesen digitalen Weg der Kunden hernehmen, sie schalten eine Werbung, die Suche oder, keine Ahnung, ein Banner bei den Nachrichten, dann kommt er auf die Webseite, dann sollte er ein Formular ausfüllen, damit es ein Kontakt für ein persönliches Gespräch ob im B2B oder beim Küchenkaufen. Irgendwann kommt er mal ins Geschäft oder schließt etwas ab. Dieser ganze Weg muss in irgendeiner Form analysiert werden, mit Zustimmung des Kunden, klarerweise. Und wenn ich das nicht selbst mache, werde ich all diese Informationen nicht wirklich haben. Und warum das so die Grundsatzdiskussion im Aussteht, und das war, glaube ich, die Folie, die du zuerst gemeint hast, bevor ich diese ganzen Bewegungen und Rohdaten meiner Webseiten und digitalen Punkte nicht habe, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich mit KI oder Machine Learning etwas mache. Und das Thema, das beginnt ist jetzt so richtig zum Steigen, weil man merkt, dass man diese Datenmengen ja gar nicht mehr anders behandeln kann. Und das ist von der Bitkom, ist eine gute Grafik, ist eine Umfrage aus Deutschland, in Österreich gibt es wenig Zahlen dazu, aber das zeigt alleine, dass es von 2019 von 2 auf 8% gestiegen ist. Oder auch die Diskutierbarkeit, dass man das plant, auf 30% gestiegen ist. Und die Variante ist bei uns kein Thema, ist eigentlich von über 80% auf knapp 60% gesunken. Also man sieht genau jetzt diese Welle beginnend. Und es gibt da eine relativ gute sozusagen Studie zum Cashflow-Thema von McKinsey und von anderen, die vorhersagen, dass in den nächsten 2 Jahren die ersten Unternehmen kommen werden, die nachweisen können, dass sie durch KI wirklich mehr Umsatz, mehr Gewinn macht. Und wir stehen insgesamt aber bei dem Ganzen erst am Anfang. Also ich weiß, das wird auch schon oft gesagt, aber so die Daten-Ära, die beginnt eigentlich erst richtig. Und wir haben ein ganz großes grundsätzliches Problem. Und zwar alles, was Daten, Datenanalytics, Data Science und IT klingt, erscheint im Kopf von ganz vielen Menschen der fesche Herr auf der rechten Seite. Und alles, was Sales, Marketing, Business und Produktentwicklung ist, das sind die beiden Herrschaften auf der linken Seite. Also die schöne, gestalterische, kreative Weg, den es natürlich braucht. Und die nerdige, technoide, Excel-Welt des anderen oder so. Und jetzt kann man sagen, okay, die haben wenigstens bei der Brille schon den gleichen Geschmack, aber grundsätzlich ist das Bild in den Köpfen. Und das ist falsch. Wir brauchen in Zukunft beides. Ich sage, wir brauchen Magic und Data oder Magic und Mathematik. Magic, dass ich emotional eine Botschaft habe, dass ich den erreiche, das werden wir immer brauchen, keine Frage. Das können wir aber ganz gut. Aber das Thema Data, wen kann ich wo, wie am besten erreichen, das können wir überhaupt nicht gut. Überlegen Sie einfach, an wie vielen Newslettern Sie abonniert sind und wie viele von denen schaffen es wirklich ein personalisiertes, emotionales
wahnsinnig gute Grußbotschaft an ihren Geburtstag zu senden. Also die einfachste aller Übungen, an dem scheitern wir schon so. Und dann reden wir über KI und Machine Learning. Darf ich nur ja. Frage, ist jetzt das Problem, weil der Technik abgeht oder ist da mehr Bewusstsein dahinter? Nein, die Problematik ist, dass wir so eine Einschätzung haben. Wir haben zum Beispiel, ich bin an mehreren Unternehmen beteiligt und wenn ich ein und dieselbe Ausschreibung in einem Marketing-kreativen Unternehmen mache, nehmen wir wie die Lunik 2 zum Beispiel her, oder ich mache es bei Data Science bei der 506, dann habe ich einen Frauenanteil von 75% im Marketing und im Data Science gleiche Position, 5. Also eine. Und wir oder auch im Studium bei dem anderen, sobald es an Mathematik und Co. klingt, geht es nicht. Was ich nicht verstehe, weil ich sage mir gerade, damit bleiben wir bei dem Thema Frauen, wenn wir schon über das diskutieren, aber eine Programmiersprache ist eine Sprache. Und ich glaube, es gibt wenig Männer, die Japanologie studieren und auch meine Frau ist eine Englischlehrerin, die das auch machen. Und statt dass ich halt sage, okay, jetzt lerne ich Englisch, dann kann ich halt Python lernen. Das ist übertreibend. Also wir tun zu wenig, um das attraktiv zu machen. Und es ist super spannend. Und diese Bilder hindern die Leute daran, sich näher damit zu beschäftigen. Und First-Party-Daten, das ist der Fachbegriff, First, Second und Third Party, sprich das sind jene Daten, die sich selbst sammeln, da gibt es eine unglaublich große Menge. Vom Point of Sale, von der SMS, vom Paid Social, E-Commerce, ganz viele dieser Dinge, man ist sich nicht bewusst. Die einzigen Daten, die manchmal bewusst sind, sind entweder die Stammdaten in meinem ERP-System oder Vorname, Nachname, Firmenname und Umsatz aus dem CRM-Bereich. Das sind uralt, das haben wir, aber sonst wissen wir eigentlich nicht sehr viel. Und das ist so wichtig, dass wir die einmal sammeln und überhaupt damit recken und dann zusammenbringen, um einmal ein wirkliches Bild zu bekommen. Und der Hauptgrund, du hast ja eh schon wieder gesagt, zu was brauche ich denn das überhaupt? Dieses zu was ist sehr simpel. Bleiben wir einfach beim Beispiel der Werbung, bei der Kommunikation mit möglichen neuen oder mit Bestandskunden. Die Welt früher war simpel. Also ich glaube nicht, dass sie so ausgeschaut haben, dass sie quasi alle Leute gleich dort hingesagt und die Tochter eine Bierflasche in der Hand hält. Aber vielleicht mag es so gewesen sein. Aber Hintergrund ist, one size fits all. Ich habe einen Spot, ich habe eine Werbung, eine Botschaft gehabt und die hat einfach rausgehaut. Und das hat sich vom Säugling bis zum Rentner jeder angeschaut und mir gehofft, dass sich dann irgendwer damit auch beschäftigt. Die Zeit ist vorbei. Wir sind hyper-competitive, wir sind an jeder Ecke gibt es wen, der ein Mitbewerb ist. Und wir sind in verschiedenen Phasen. Diese Phasen sind an Marketing eh bekannt. Ich habe quasi diese Upper Funnel, diesen Teil, wo ich Aufmerksamkeit brauche. So, hallo, ich, Kürner, kennen Sie mich überhaupt? Und die zweite Phase ist, was kann ich anbieten? Also was können Sie kaufen? Das dritte ist, bitte jetzt kaufen. Und die vierte ist, jetzt wieder kaufen. Und in jeder dieser Phase sind Sie eigentlich auf eine andere Botschaft angewiesen, auf eine andere Information. Einmal gibt es das, einmal was kann es und einmal habe ich einen super Preis. Das heißt aber, es funktioniert nicht mehr, ein und dieselbe Botschaft rauszuhauen. Und da, um vielleicht ein Beispiel gleich mal herzunehmen, im Digitalen habe ich die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel dynamische Werbemittel mache. Ein dynamisches Werbemittel heißt, das ist jetzt, bleiben wir bei einem Werbebanner, den kennen Sie wahrscheinlich wohl, gibt es tausend andere auch noch, ist nicht so, dass ein Grafiker einen Werbebanner macht, der dann animiert beim Nachrichten.at angezeigt wird oder in Social Media, sondern dieser Banner richtet sich nach der Zielgruppe. Das heißt, wenn Sie jetzt hier in Linz sind, dann bekommen Sie das Bild von der Wirtschaftskammer in Linz. Und wenn wir jetzt in Graz wären, dann würde automatisch, wenn der sieht, Sie sind in Graz, würde Ihnen das Bild von dort anzeigen. Wenn Sie in Graz einen anderen Vortrag ist, wie ein KI gibt, es gibt sicher keinen spannenden, aber vielleicht einen anderen, dann würde der dort angezeigt werden. Sprich, je nachdem, welcher Besucher kommt, wird ein anderes Werbemittel zusammengebaut. Und dieses Zusammengebaute, das passiert beim rauchenden Nerd von vorhin, nämlich im Prinzip aus einer Excel-Tabelle, aus der ich sage, in Linz zeigst du das Bild, diesen Preis und dieses Produkt oder der Zielgruppe A zeigst du das an. Also die simpelste Form von Daten basiert. Wir haben das zum Beispiel gemacht für eine Fastfood-Kette, da sind dann 1200 unterschiedliche Banner rausgekommen. Die kann man gar nicht mehr machen. Jetzt ist die Frage, zu was? Die stößte, finde die Frage, dann haben wir. Zu was mache ich das? Ja, umso näher ich bin, umso mehr ich an der Zielgruppe bin, umso weniger hat der das Gefühl, er spammt mich zu, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Information relevant ist. Und wir messen sie auch. Wenn der das nicht gemacht hat, können wir das rückspiegeln und sagen in der Excel-Tabelle, hey, hohe Wahrscheinlichkeit, niedrige Wahrscheinlichkeit. Also Spam vermeiden, Effizienz steigern, weniger Geld ausgeben, Leute nicht ärgern. Das ist eigentlich so der Grund, warum man das macht, ist zu was dahinter. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, bitte, das ist jetzt nicht der Schönheitspreis, aber es erklärt es gut. Ich habe quasi mit Let's Do It, das ist der 3ERG in Wales, habe ich Logo oben und unten, das ist alles fix, schaut aus wie ein normaler Banner,
aber das Produktbild und der Preis und die Beschreibung unten werden je nach Filiale und je nach Ort unterschiedlich angezeigt. Und damit sozusagen habe ich ganz andere Möglichkeiten. Und das geht im Übrigen nicht nur bei Bannern, sondern es geht auch dort, wo Sie zum Beispiel im Social Media sind. Dort können Sie nichts freigestalten, aber das kennen Sie vielleicht, das sind diese Karussells, habe ich schon mal gesehen, wo ich dann so swappen kann und schauen kann. Und ganz einfach, auch diese sind datengesteuert, weil wahrscheinlich werde ich oder ich habe noch keine Damenschuhe gesehen von Zalando, ihr habt Sportschuhe von Zalando gesehen. Also müssen dahinter schon wieder Daten liegen, die das mir besser anzeigen. Und das ist so die erste Schicht. Da reden wir noch nicht von den eigenen Daten, aber dass ich überhaupt damit beginne, damit zu arbeiten. Und die Kernfrage, die sich da sehr häufig stellt, ist, ja, und wenn ich diese Daten sammle und habe, wo tut man die denn hin? Das ist ja kein CRM-System. Und das ist sozusagen eine Begrifflichkeit, die sehr häufig kommt. Das ist sozusagen die Customer Data Plattform oder der Customer Data Sammlung. Und da möchte ich einfach ein gutes Beispiel hernehmen, um es jetzt mal ein bisschen hart zu erklären. Einer der besten Customer Data Plattformen im Kaffeehausbereich war die Customer Data Plattform HLK. Wurde oftmals auch Leopold genannt. Die war in Betrieb von 1939 bis leider nur 2011 und war quasi in Wien eine Legende. Der hat nämlich genau gewusst, wann sie einmal dort waren. Wo sind sie gesessen, was haben sie für Topfengulaschen gehabt und wie haben sie den Kaffee gehabt. Wenn sie zweimal dort waren, hat er gewusst, wo ihr Mantel hängt und nach dem dritten Mal hat er den Vornamen ihrer Frau kennt. Und der hat ihnen den Eindruck gelassen, der Herr Habelka, dass sie eigentlich sein bester Freund sind, auch wenn er zum Schluss ein bisschen grandig war manchmal, aber sein bester Freund sind, geniales Service, hat sie das alles gemerkt. Das ist eigentlich das, was wir in einer Customer Data Plattform nachvollziehen wollen. Wir wollen ein wahnsinnig gutes Service haben. Ich will, wenn ich sehe, der isst der Topfengulatschen, dann werde ich nicht einen Schweinsbraten empfehlen oder dazu als Nachbar. Und all diese Dinge. Und das ist aber unglaublich aufwendig, weil der hat jahrelange Einschätzungen, ist das ein Tourist, kommt er öfters, was kann der mögen? Ganz viele dieser Dinge. Und so kann man es am besten erklären, dass ich sage, okay, ich möchte eigentlich das beste Service und die beste Information finden. Wenn ich es Ihnen technisch erklären muss, dann schaut es eigentlich so aus, und da würden Sie wahrscheinlich weniger Bilder im Kopf haben. Das heißt, Sie haben einerseits Datenquellen, wo Sie immer die Informationen sammeln. Das ist das, was ich gemeint habe, mit Google Analytics können Sie zwar die Sachen anschauen, aber Sie kriegen nichts raus. Sie können nichts exportieren, Sie können nicht sagen, okay, aus diesen anonymen Besuchern möchte ich gern was machen. Wir reden übrigens immer von der Zustimmung des Users. Also die Zeit mit Grauzonen ist lang vorbei, weil wenn Sie diese Zustimmung bei den Daten nicht dabei haben, dann ist dieser Datensatz für die Zukunft wertlos. Also gehen Sie gleich davon aus, dass Sie sowieso alles mit Zustimmung machen. Diese Informationen kann man mit CRM, Offline, Gewinnspielen, was auch immer, oder Transaktionssystemen verbinden, um sie dann in so einen Single Customer View in einem zusammenzusehen. Ich zeige dann nur ein kurzes Beispiel. Warum oder zu was ist das so wichtig, weil dann kann ich aktivieren, dann kann ich sagen, ich nehme das für Zielgruppen, ich kann es für Cross-Selling, ganz für Werbung, für E-Mails, für CRM, für alles Mögliche kann ich es dann eigentlich super gut verwenden. Und wenn man es ganz einfach spricht, sagt man, das geht man dann noch ein Stück weiter. Wenn ich das dann verbinde, um diese Werbung zu machen, dann kann ich auch überhaupt erst mal anfangen, dass ich sage, ich gehe mit künstlicher Intelligenz oder Machine Learning drauf, da werden wir nachher nur zwei Beispiele sehen, damit ich aus diesen Daten vielleicht noch ein bisschen was Besseres raushole oder zumindest einen Vorteil gegenüber. Das ist jetzt eine Standardansicht. Das heißt, ich sehe die E-Mail-Adresse, ich sehe welches Gerät, ich sehe, was hat der gekauft, was hat der gemacht. Also ich sehe wirklich so einen Single Customer View. Warum das so relevant ist, ist, wir sind ganz schnell bei der Hand, wenn wir über Facebook und über Google als Datenkraken schimpfen und die Formalitäten, Wahnsinnigen aus Amerika und keine Ahnung, welche Superlativen wir haben. Jetzt sage ich, jetzt schieben wir das mal weg und wir schauen uns den Börsenwert von Unternehmen an. Und da steht schon lange nicht mehr sozusagen Ford, General Motors oder die Voestalpine an erster Stelle, sondern genau diese Unternehmen. Warum? Weil jeder davon ausgeht und jeder ist der Kapitalmarkt in dem Sinn, dass wenn ich Informationen über den jeweiligen User oder Kunden habe, dann kann ich ein Geschäft machen, was auch immer ich für Geschäft machen kann. Und das wird wertvoller in der Zukunft sein als die beste Produktion der Welt da draußen. Das ist nicht schlecht gegen das eine gemeint, das zeigt nur auf, wenn ich mich nicht mit dem auseinandersetze, wird es schwierig werden. Und ich kann ja aus diesen Themen ganz viele Dinge machen, die ja sonst auch noch da sind. Ich kann Empfehlungssysteme machen, ich kann Scoring machen. Wir machen zum Beispiel, wir kommen nachher nur zum Lead-Scoring, eine Möglichkeit, dass man aus Raussuchen, aus anonymen Besuchern, wer hätte die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er einen Vertrag abschließt. Das sind alles Dinge, die ich erst dann rechnen oder entwickeln kann, wenn ich denn all diese Informationen oder Daten habe. Ich springe da ganz kurz einmal drüber und jetzt steigen wir mal ein bisschen tiefer. Ich habe versucht, es trotzdem möglichst nicht zu technisch zu machen. Ich nenne es jetzt trotzdem frecherweise mal Deep Dive, einfach weil es ein bisschen technischer wird.
Und wir haben da ein Forschungsprojekt, das ist mit der FH Oberösterreich Campus Hagenberg gemacht worden. Und da geht es eigentlich darum zu sagen, kann ich eigentlich rausfinden aus den Besuchern, aus den anonymen Besuchern, wer von diesen Besuchern, die ich alle nicht kenne, hätte denn die höchste Wahrscheinlichkeit zu einem Lead. Und ein Lead ist, dass er mir eigentlich seinen Vornamen, Nachnamen und seine E-Mail-Adresse verrät. Das ist das Wertvollste. Das kann ein Formular sein, das kann theoretisch auch ein Kauf sein, aber das ist schon der höchste Sprung. Also geht es überhaupt, dass man das tun kann? Und da habe ich das jetzt kurz einmal gegliedert, wenn man solche Projekte sich ansieht, und da haben wir vorher noch mal diskutiert, war sehr anregend und spannend, weil die grundlegend wichtigste Thematik vom Ganzen ist eigentlich, was oder das Ziel oder was will ich denn erreichen? Anders gesagt, was ist denn die Fragestellung? Meistens kommt man mit, Herr König, wir müssen da was machen oder im Online-Marketing Geld sparen oder wie kriege ich neue Kunden oder keine Ahnung, wie Facebook-Werbung macht, das hat nichts geholfen oder wie kann ich überhaupt meine Bestandskunden anders machen? Also es kommen immer so aus dem operativen Tagesgeschäft Fragen und im Hintergrund ist eigentlich gar nicht erklärt, was will ich denn wirklich haben. Deswegen ist die Fragestellung Nummer eins, zum Beispiel, wie verhalten Sie denn User? Gibt es einen Unterschied zwischen Lead und Nicht-Lead? Welche Möglichkeiten gibt es? Also ich brauche eine ganz klare Fragestellung, die ich lösen will, sonst kann ich nie sagen, ob ich denn meinem Ziel näher komme. Ich habe zu Beginn schon gesagt, wir müssen schnelle, iterative, einfache Prozesse durchführen und daraus lernen. Wenn wir aber kein klares Ziel vorn haben, dann lernen wir in alle Richtungen. Und ich sage einmal, es gibt ja diesen schönen Spruch, der heißt, wer nach allen Seiten offen ist, ist auch nicht ganz dicht. Aber sie haben keine Entwicklung aus dem Ganzen raus. Und deswegen ist diese Fragestellung und das Ziel unglaublich wichtig. Bei jedem Projekt, in das da reingeht. Und dann kommt man ja erst in das Thema Datenanalyse. Ich gehe da ein bisschen drüber, aber da geht es darum, dass man herausfindet, okay, was ist ein Lead, was ist nicht Lead, wie schauen die Zahlen aus, woher sind denn die Kummer? Und man betrachtet da dann natürlich Informationen, die sich klassischerweise sonst wenig exportieren können. Und ja, jeder einzelne Datenpunkt hat eine Bedeutung. Da sehen wir zum Beispiel, ist es über iPhone gekommen oder ein Linux-Rechner, ein Mac-Rechner oder ist ein Windows-Rechner gekommen. Warum ist es so relevant? Nur durch ganz viele unterschiedliche Datenpunkte kann ich wirklich ein Modell entwickeln. Die Problematik, die die meisten haben, ist, Herr König, wir haben jetzt da KI oder Machine Learning für mehr Absatz und wir haben das Projekt eingestellt. Sag ich, darf ich einmal raten? Ja, Sie haben nicht ausreichend Daten gehabt. Ja, woher wissen Sie das? Sage ich, wahrscheinlich haben Sie ausschließlich Ihr CRM-System benutzt. Woher wissen Sie das? Sage ich, naja, weil das der klassische Weg ist. Man denkt, man hat genug, dann schaut man auf Daten und die Daten sind Stammdaten oder Verkaufstransaktionsdaten und die sind im CRM oder ERP drin. Und das sind reine Transaktionsdaten, das heißt, der Gerhard Kühner hat am 13. Mai um 17.523 € das Auto bei dem Händler gekauft. Das ist cool, das ist nicht schlecht, aber das ist ungefähr so, wenn ich sage, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Tante Mitzi vor 1. Dezember nächsten Jahres einen Adventkranz kaufen wird. Sprich, das ist Kopfrechnen mit Statistik, da brauche ich weder Maschine noch irgendwas anderes. Und diese Daten sind meist zu wenig. Wenn ich aber sagen würde, ich habe diese Daten plus ich würde wissen, ob der das gekauft hat, mir dreimal auf der Webseite eine Preisliste angeschaut hat, oder ich würde wissen, ob der zweimal die E-Mail gelesen hat oder andere Dinge, dann beginnt die Sache erst so richtig interessant zu werden und dann kann ich auch sagen, ich kann mit Machine Learning oder KI überhaupt etwas Wertvolles rausfinden. Für die natürlich Daily Business. Da ist die Frage gekommen, nämlich, wo kriege ich diese Daten her? Ja, also grundsätzlich ist es sehr einfach. Es gibt neben Google Analytics ganz wenig bekannt zwar, aber gibt es mehrere andere Anbieter, vor allem auch europäische. Es gibt auch einen Open Source Anbieter, den Sie Matomo, der ist auch in Ordnung, der sitzt heute in Neuseeland und da müssen wir mal schauen, sind Sie GDPR-konform. Wir selbst arbeiten mit Pivik Pro, das ist ein europäisches Unternehmen, das im E-Privacy-Bereich recht stark ist. Es ist auch relativ kostengünstig. Die österreichische E-Card wird damit sozusagen getrackt und die Europäische Kommission arbeitet damit. Also damit hat man zwei Haken. Und das ist ein sehr einfaches Tool. Das schaut nicht fancy aus, aber mit dem kann ich auf der einen Seite solche Analysen machen, aber ich kann diese ganzen Daten exportieren. Das ist ganz wichtig. Und viele haben eigentlich Google Analytics und ein zweites Tool im Einsatz, weil Google Analytics ist schon cool, da kann ich viel anschauen. Aus dem Datenexportieren arbeiten wir zum Beispiel mit Pivik Pro, der ist ein Dachraum der Marktführer. Es gibt aber auch noch zwei, drei andere. Es geht immer um das Tracken. Sie zahlen meistens was dafür, aber ich sage, bei Pivik Pro war es, bei den anderen war es, aber wir sind davon ein paar hundert Euro im Monat und nicht zigtausende oder so etwas anderes. Und erst dann, wenn ich diese Daten habe, danke übrigens auch für die Frage, weil das ist super relevant, bei 6000 Marktanteil ist auch klar, dass man sagt, okay, wahrscheinlich wird ein Großteil von unseren Zuseher gerade eben Google Analytics im Einsatz haben.
Erst dann kann ich sagen, jetzt kann ich von den Rohdaten zu einer Vorhersage mal an ein Projekt denken. Und da geht es mir gar nicht, dass ich Ihnen jetzt quasi Data Science im Detail nur mehr erkläre, da ist mir ein anderer Punkt wichtig. Einmal die Datensammlung. Wir haben in dem Fall sogar Gentis genutzt, das ist ein Wiener Startup, die im Tracking-Bereich, die machen Server-Side-Tracking. Sprich, da ist das Tracking nicht vom Browser, sondern das ist auf dem Server direkt drauf. Und dann ist das, was man da sieht, Vorverarbeitung, Modellerstellung, Abspeichern und Probieren. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer unterschätzt, diese Vorverarbeitung. Also wo kriege ich die Daten her? Ich das selektieren, füttern, besser machen. Das ist fast immer 70% oder 75% vom ganzen Projekt. Also es ist wirklich so, es ist nie das Machine Learning, es ist nicht die KI, das ist alles nicht das Thema, das ist ein Know-how-Thema, aber kein Ressourcenthema. Das größte Ressourcenthema ist, Daten zu bekommen und die sauber machen, schauen, habe ich die richtig. Das ist eigentlich das größte Thema. Deswegen ist dieses Datenkriegen eigentlich auch das Wichtigste. Und dann kann ich sagen, ich gehe in die Vorhersagemodelle. Wir haben in dem Fall zwei Modelle. Ich ja, weil die Frage, die in die Richtung geht, immer mehr sagen, gucke ich alles aus. Also kriege ich nur Daten durch. Ja, also es ist mit Cookie nicht alles aus. Und dann ist es auch nicht mehr so, wenn wir von First-Party-Daten sprechen, das ist ein Riesenunterschied, weil das sind die Informationen, die sie selbst sammeln. Das, was jetzt mit Cookies so groß diskutiert wird, das sind die sogenannten Third-Party-Cookies, sprich, das sind nicht die, die sie auf ihrer Webseite eingebaut haben, weil sie es selber sammeln, sondern das sind die, die mit der Werbung mitkommen oder die von Google mitkommen. Also Dinge von anderen, wo sie gar keinen Einfluss drauf haben, dass das passiert. Die werden weggehen. Aber also momentan ist es sogar so, dass jetzt der Facebook-Pixel, den man sammelt, ist auch First Party, wenn sie die auf ihrer Webseite einbauen, dann sammeln sie den. Also wir reden da, und es wird sicher noch weniger werden in die Richtung, und man sieht es ja an den Zugriffen, also an den Zustimmungen, Facebook-App auf iOS, jeder, der es jetzt abladet, wird dann von Apple gefragt, darf diese App dich tracken? Da haben wir eine Zustimmungsrate von 12%, also gar nichts mehr. Das heißt, die gehen in eine Richtung, dass auf Facebook im Report in Facebook gar nicht sagen, da habe ich einen Mann oder eine Frau erwischt. Und deswegen, was sie selbst sammeln, mit ihrer Webseite, mit ihrem Shop, mit ihrem App, mit allen Möglichkeiten, die sie haben, dort ist das Wichtigste. In dem Sinn geht es nicht nur um Cookies, da geht es auch um Fingerprinting und diese Dinge, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Third-Party-Cookies haben damit nichts zu tun. Dann springe ich schnell mal rein, zwei Modelle, ja, Confusion Matrix. Und diese Tabelle, die hat unser Chief Data Science Mensch gesagt, das muss ich mitnehmen, sonst ist es nur Marketing, bla bla. Der Kern ist eigentlich die zwei dicken Zahlen, die ich unten gemacht habe. Das Modell 1 hat rausgebracht, und um das rausgebracht auch zu verifizieren, wir nehmen immer einen Teil der Daten zum Modellieren und einen Teil zum Überprüfen. Sprich, dass man schaut, ist diese Machine Learning Algorithmus, das ist noch nicht einmal eine KI, aber ist sie richtig gelegen oder nicht? Und da sind wir so weit, dass wir sagen, 79% von Nicht-Leads sind erkannt worden, weil das ist ja genauso wichtig, und 94% von Leads sind erkannt worden. Wir haben ein zweites Modell noch benutzt, im KI-Bereich sind Modelle ja in einem fast Open Source, also das ist so, wie wenn sie in den Wald gehen und sagen, welcher Baum passt nicht am besten für meine Weihnachten. Das zweite Modell hat 78 und 77 zustande gebracht. Das sind jetzt keine Zahlen, wo man sagt, okay, die sind super schlecht, 100% gibt es auch nicht. Sie sind so weit, dass man sagt, okay, damit kann man arbeiten, obwohl wir sehr wenig Werte haben. Wenn Sie schauen, wir haben 50.000 User gehabt mit 238 Leads, das ist eigentlich sehr wenig. Und das haben wir ausprobiert und wir haben da 25% Steigerung der Abonnenten erzielt mit diesem Modell. Und das sind so Dinge, da beginnt man dann mit dieser Arbeit und da ist oftmals so, ich mache es einmal und ich kann dann schon einiges daraus lernen, aber da ist man dann halt bei dem Thema schnell dabei. Vielleicht aufgrund der Zeit ganz kurz einen Boxenstopp oder einen Boxshop-Stopp, den wir drinnen haben. Was ist das Allerwichtigste bei diesen Themen? Ich habe es zuerst schon mal kurz gesagt, das klare Geschäftsziel, das sie erreicht haben. Es ist so unglaublich wichtig. Du hast im Vorgespräch gesagt, du stößt gerne die Frage, zu was? Ich sage, der Reason Why oder das Ziel oder die Fragestellung, nie den Fehler begehen, jetzt damals sammeln und wenn wir alles da haben, dann schauen wir uns an, was kann man daraus machen. Das ist wie wenn Sie sagen, Sie kaufen jetzt im Supermarkt 100 verschiedene Lebensmittel ein und dann stellen Sie in den Küchen und denken nach, was könnte das machen. Also bitte ein klares Ziel. Ganz wichtig ist, schauen Sie, dass Sie beginnen, Ihre Dinge selbst zu tracken. Also dort, wo Sie die Informationen haben. Vereinfacht gesagt, auch in ein CRM-System können Sie natürlich die Daten aus dem CRM-System exportieren. Aber ich sage, moderne CRM wie Salesforce oder HubSpot, die tracken ja auch, wenn jemand auf ihrer Webseite war, wer sagt, hey, dem das E-Mail geschickt, das da war jetzt auf meiner Webseite, suchen Sie mal eine Exportfunktion für diese Daten. Die gibt es nicht. Also jede dieser Software hat eine Blackbox und schauen Sie mal an, welche Infos brauchen Sie selber, starten Sie mit was einfach.
Bitte konzentrieren Sie sich auf die digitale Customer Journey. Nein, das ist keine Negierung der echten, realen Welt, aber für die echte, reale Welt brauchen Sie jetzt weder mich, noch meistens viel lernen, weil Sie wissen, wie man verkauft, wie man spricht und andere Dinge. Aber im Digitalen tut man sich schwer und vor allem auch keine Metriken. Man sagt nicht, wie viel ist, ob wie viel, wo irgendwas wert, keine Zahl. Und ganz wichtig, der ausnahmslose Fokus auf den Nutzer. Das Thema gibt es, glaube ich, so lange, seit es Kunden gibt. Und es ist nach wie vor eine Katastrophe. Sie können es gerne ausprobieren, probieren Sie mal mit dem Handy auf einer Versicherungsseite Ihrer Wahl, dort ein Formular auszufüllen. Dann haben Sie 28 Felder, die Sie am Handy ausfüllen sollen. Das sollte User Experience sein. Wir haben sozusagen bei einem Thema mal gesehen, dass in der Customer Journey für den Online-Abschluss einer Handyversicherung müssen Sie 7 Klicks machen. Ganz ehrlich, wenn jemand mit viel Geld einen Banner hinschickt, wo er endlich mal draufklickt und dann muss noch 7 Klicks machen, kann ich das Geld fortsparen. Ganz ehrlich, das brauche ich nicht machen. Und machen Sie einen zahlengetriebenen Check der Thesen, so ein Proof of Concept. Ich weiß, man neigt dazu zu sagen, ich möchte ja keine Zahl sagen, wenn man vom Chef, Geschäftsführer oder selbst mir eine Zahl ausmache und ich erreiche es nicht, dann schaue ich blöd aus. Wir sprechen von Experimenten. Wenn man die Zahlen nicht passen, können Sie sagen, machen was anderes, hat das die Zahlen verändert. Und wenn Sie das nicht tun, probieren Sie immer wieder alles aufs Neue. Wir haben das so oft schon gesehen. Und das ganz, 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 ganz wichtig ist, es ist kein One-Night-Stand und alles ist super cool. Und es ist auch nicht ein Übernacht-Erfolg, sondern es ist ein kontinuierliches, beinhartes Aufbauen. Wenn Sie ja echt, wenn ich gegenüber auf der Straße ein Geschäft für Computer-Hardware aufmache und heute eröffne, weiß ich, dass ich morgen nicht ausverkauft bin. Ich hoffe, dass ich überhaupt einen Kunden habe. Also es ändert, der Mensch ändert sich nicht nur, weil es ein digitaler ist. Sie müssen dranbleiben und Sie müssen das lernen und versuchen, in Ihrer Organisation ein Gefühl dazu bekommen, was genau für Sie, für Ihr Geschäftsmodell und auch für Ihren eigenen Erfolg passt. Ein paar Fragen, die wir noch da haben. Du bist natürlich irrsinnig schnell können. Also mein Aufruf, ein paar Fragen werden wir sicherlich noch bis 15 Uhr unterbringen. Eine Frage, die in die Richtung geht, was ist Erfolgskriterium, wenn ich so Projekte starte? So klassisch, was du sagst, so was würdest du als Unternehmen nicht angreifen, weil die gehen dich schon falsch an. Ja, also wenn einmal nicht klar ist, was ist das Ziel? Also wenn aus einer tagesoperativen Thematik ein Problem sich ergibt und man sagt, das wird das Problem lösen. Mhm. Und in vielen Fällen sieht man, dass das nicht das Problem ist, sondern es ist Symptom. Ein Problem ist und man sich dann eigentlich nicht sagt, nein, aber wir wollen uns jetzt nicht die Zeit nehmen, das hinter zu fragen. Ich habe den Druck, wir haben ein Budget, wir müssen das machen und wir haben uns sozusagen voriges Jahr am Anfang ein paar Mal hinreißen lassen und sagen, okay, machen wir es trotzdem. In 4 Wochen das und das Thema machen und genau dann hast du es wieder ausgestellt. Es war nur erfolgreich, nur ein halber Erfolg. Also nicht die Zeit zu nehmen, konkret zu planen, das zu machen, weil ich ja aufbauen sollte. Auf den. Zeitfrage ist auch, wie lange muss ich einkalkulieren für solche Projekte, wenn ich sage, ich will wirklich datengetriebenes Online-Marketing machen? Also normalerweise geht es sehr schnell. Die Problematik ist nicht die Arbeit selbst, die Problematik sind die Daten. Und da ist quasi der Denkfehler drin, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt tue ich die Daten selbst sammeln, dann sammelst du die Daten ab jetzt. Und wenn du jetzt der Webseiten hast, die nicht, keine Ahnung, die Nachrichten oder der Standard sind und ein paar Millionen oder Wirtschaftskammer, ja, das auch extrem oder ÖMDC oder irgendwas anderes, dann dauert es eine Zeit lang, bis ich Daten habe, weil ich ja erst seit heute sammle. Das heißt, in solchen Projekten ist es relevant, dass ich sehr rasch drüber glaube, dass ich Daten sammle und dass ich dann anfange, das zu machen. Und es sind kleine Projekte, keine großen Big Bangs, um in der Organisation zu lernen und auch dann die Dienstleister, man hat oft Agenturen oder Digitalagentur oder Inhouses, dass man sozusagen die Mitnutzung. Frage nur in diese Richtung sogar, also wer sollte ein Lead im Unternehmen haben? Das ist eine Frage, die sehr häufig kommt. Wer nimmt, also sehr häufig wieder, aus meiner Erfahrung wird dann gesagt, okay, ja, wer IT, die sollte das Projekt begleiten. Also, das meine ich jetzt nicht böse, ich war ja selbst bei der Föstalpine IT-Manager, aber in vielen Fällen ist die IT die allerschlechteste Wahl. Das meine ich jetzt nicht böse gegenüber der IT, aber die IT im klassischen Unternehmen ist eigentlich dazu da, Infrastruktur vorzuhalten. Sprich, dass SAP läuft, dass man E-Mail rausgeht. Und IT hat nicht in jedem Unternehmen Business-Prozesserfahrung. Wir sehen eigentlich sehr, sehr häufig zwei, ich sage ein bisschen zusammen oder competitive sozusagen Abteilungen, das ist Marketing und Sales oder Marketing, Sales und Customer Service. Sprich, die einen sagen, wir sind die Marketer, wir geben das Geld aus und der Sales ist der sagt, hey, wir machen ein echtes Geschäft darinnen. Und dass die nicht ausnahmslos zusammenarbeiten. Und das ist die Problematik, weil ich habe einen Lead, den gebe ich an den Verkauf weiter und der Verkauf sagt, mit den Kontakten kann ich nichts anfangen, da verkaufe ich nichts. Vice versa. In den meisten Fällen ist es eigentlich egal, wo ich beginne.
Bei größeren Unternehmen ist das Thema Marketing, Datenanalyse manchmal ein bisschen vom Controlling getrieben. Also ich sage, Versicherung, der hat das schon. Aber es kommt fast immer entweder aus dem Marketing oder aus dem Sales. Sprich, entweder ich gebe viel Geld aus oder ich bin für die Verkäufe zuständig. Weil Geld ist fast immer der Pain Factor und keine Leitung. Die 100.000-Dollar-Frage ist natürlich auch gekommen. Wie groß muss der Datenpool sein, damit ich starten kann? Ja, also das kommt jetzt aufs Ziel ein bisschen drauf an. Ich sage einmal, wenn ich sage, ich habe jetzt 315 Kunden und habe zu denen 10.000 maximale Transaktionen, dann wird es eng. Also dann ist die Frage, was will ich erreichen? Das ist, wenn ich sage, es ist fett, es ist schön und ich als Gerhard, das sind die einzigen Informationen, dann kommt außer morgen Patrizia und Regen. Also das macht nicht viel Sinn. Wenn man nur die CRM-Daten anschaut, ist es fast immer zu wenig. Wenn man aber die Website-Daten dazu mit anderen, geht es schnell mal in die Richtung. Aber ich sage einmal so, bei Besucher auf der Website ist man eigentlich schon, dass man sagt, ich sollte schon irgendwo in die fünfstellige Variante reinkommen, dass ich Daten kriege, ich sollte da CRM-Daten haben. Also da schaut man sich dort aus. Weil die Menge da im Vorfeld kann durchaus sein, dass man sagt, man braucht zuerst dann Traffic. Ja, genau. Also das ist in vielen Fällen so. Dass ja Maßnahmen setzt, mehr ja, genau. Und dann. Und das ist aber eine spannende Frage, weil die Frage, die ist nicht gekommen, aber die möchte ich gerne nur erweitern, wenn ich darf. Da ist es so, aber Herr Kühner, die Leute, unser Geschäftsmodell ist B2B und die gängen nicht erst auf unsere Webseiten. Und die schauen sich, wieder ruft den Vertrieb oder andere Dinge. Sag ich, ja, dann bringen Sie es auf die Webseiten. Ja, wieso sollte er auf die Webseiten gehen? Sag ich, ja, ganz einfach. Wenn Sie Sales sind und Sie schicken dem dann ein technisches Paper, eine Produktbeschreibung oder nur das Angebot. Sie könnten dem das entweder, wie Sie es jetzt dann per Mail, früher hat das mit Fax. Sie könnten ihm aber auch das schicken mit einem Link auf die Webseite, wo er es downloaden soll. Das ist ihm eigentlich ziemlich egal, wo das tut. Ab dem Zeitpunkt, wo Sie ihm das schicken, ist er auf der Webseite und Sie können seinen Computer tracken, wenn er ja sagt. Das ist dann 75% der Leute. Also man kann versuchen, oder wenn Sie eine Kundenkarte haben, dass Sie sagen, okay, die das kennen oder andere. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass Sie einmal den digital erreichen. Was wollen Sie denn? Sie wollen ihn einmal mit seinem Gerät oder mit dem Handy erreichen, damit Sie sehen können, was treibt er denn sonst nur? Ist der interessiert oder nicht? Und dann können Sie es vergleichen mit Ihren CRM-Daten. Wenn Sie einen Kunden haben, dass ich sage, der Kunde A ist der gleiche Kunde wie B, kauft aber nur 10% ein, dann denken wir, ja, dann kauft er woanders ein. Dann schauen wir nach, was da sonst noch treibt. Und das ist alles datenschutzmäßig konform, weil das ist nichts anderes wie so ein Cookie-Banner. Nur dass bei dem Cookie-Banner ja, dann Sie selbst zusammen und nicht Google. Mhm. Das ist eine persönliche Anmerkung, weil du hast vorhin gesagt, ganz wichtig ist das Checken, also zu messen. Also gibt es vom Direktor, vom Vordirektor von uns damals, wiss es oder vergiss es. Also, ja, in dem Bereich bin ich ganz sicher sogar. Während mein Studium der Maschinenbauprofessor hat gesagt, der Mist. nämlich jetzt, wie die Qualität der Daten steckt eigentlich, glaube ich, sehr entscheidend dahinter. Ja, die Qualität der Daten und ein bisschen die Customer Journey. Bleiben wir bei einem einfachen Beispiel, dass Sie sagen, okay, Sie machen. Machen wir es ganz simpel, Sie machen Online-Werbung über Google, Display, Banner oder andere Dinge. Nehmen wir mal, ich weiß, das ist nicht bei jedem so, aber ich nehme ein Beispiel her. Dann hat man dort normalerweise zwei Zahlen, das ist der sogenannte CPM, der Cost per Mil, also was habe ich denn der Werbebanner kostet, damit weiß ich, keine Ahnung, 5 Euro pro 1000, ich habe billig oder teuer einkauft. Das ist cool, aber das ist nur der Banner. Und dann gibt es meist die nächste Zahl, das ist, wie viele Klicks kriege ich zusammen oder Cost per Klick. Dann sage ich, okay, ich habe einen Banner super günstig eingekauft und habe voll viel Leute drauf. Und dann hören viele auch. Metrik heißt, das ist jetzt zwar super spannend, aber es kann ja sein, dass die Tante Mietze aus Bambach-Neisiedl gerade einen Ferrari sich angeschaut hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie den kauft, ist eh null. Also war interessant, nicht nur das zu messen, sondern zu sagen, jetzt möchte ich auch wissen, von denen, die geklickt haben, was haben die jetzt auf meiner Seite gemacht? Und da ist meistens so, dass die Leute sagen, ja, da sind ja nur ganz wenig dabei, die kaufen. Sag ich, ja, das stimmt, weil das ist, wenn ich in eine Bar reingehe und eine wildfremde Frau anklickt und ich schütte mir die 13 und sage, hallo, ich bin der Gerhard, willst du dich heiraten? Wird der Abschluss auch gering sein. Weil vorher werde ich mir das mal anschauen wollen, nämlich den kennenlernen, nämlich das Gefühl kriegen, ob ich den trauen kann. Und das Gleiche macht der Kunde auf der Webseite. Und deswegen ist eine sogenannte Soft-Conversion eine einfache Messbarkeit. War es die Tante Mietzi oder war es ein Interessierter? Sprich, hat der zum Beispiel 90% gescrollt? Das ist eine Soft-Conversion. 90% Scrolling, dann macht das Bing-System und sagt, hey, der da gekommen ist, hat 90% Scroll, war 3 Minuten drauf. Und das ist natürlich schon viel wertvoller. Und über diese Metriken kann ich sagen, ist mein Angebot richtig, ist die Information richtig, kriegt er Vertrauen, geht er weiter. Also ich muss messen in der Journey und nicht nur vorne in der Werbung oder auf der Messe. Ja, soweit. Fragen, wenn noch kommen, gerne. Ansonsten nütze ich in der Zwischenzeit einmal noch Werbung, wie es weitergeht. Also nochmal dein Aufruf natürlich, ganz, ganz wichtig.
Wir haben heute nur begonnen, diese Journey. Wir werden das nächste Mal Marketing Automation machen. Mhm. Für mich ein ganz spannendes Thema. Da geht es wahrscheinlich sehr viel um dieses Messen und dann automatisch was machen. Mhm. Vielleicht ganz kurz, auch ein paar Minuten haben wir, anreißen, was wir uns erwarten. Ja, da geht es in erster Linie darum, dass man ab dem Zeitpunkt, wenn ich ihn wirklich mehr habe, sprich, und habe heißt nicht gekauft, sondern ich habe seinen Namen, sind wir jetzt irgendwie drin. Wie kann ich den automatisiert im Service und im Funnel weiterkriegen? Also wie schaffe ich das, dass ich nicht außerfinde, ist er interessiert, ist er nicht interessiert und ich kriege es weiter. Was der Mensch manuell nicht mehr machen kann. Sagt der Verkäufer, der 15 Kunden hat, der macht das automatisch. Der Verkäufer, der 15.000 Kunden hat, kann das nicht mehr machen. Und über diese Automatisierung und den sieht man dann sehr gut, sind wir richtig unterwegs. Das habe ich ja in der Digitalisierungsberatung bzw. beim Digital Start, da haben wir das auch gemerkt, dass ja viele in das Online-Business eingestiegen sind, aber tatsächlich dann ein Problem kriegt, mit der Logistik, mit das überhaupt zu bearbeiten und so weiter. Ganz wichtig, wann ich in das Thema einsteige, muss ich auch an die Schritte nachher denken. Ja. Und die sind die bewältigbar. Mhm. Ja, die sind fast alle bewältigbar, aber ich sag, in dem Bereich sind wir oftmals wirklich in der Steinzeit sozusagen, also wie man gerade einen Dinosaurier erschlagen, weil Sie können das auch wieder neu probieren, melden Sie ihn einfach mal ganz simpel bei einem E-Mail-Newsletter irgendwo. Dann kriegen Sie meistens im zweistufigen Prozess, kriegen Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Und wenn Sie sich das anschauen, dann hat man eigentlich den Eindruck, das hat der Assistent oder der Lehrling aus der IT-Abteilung geschrieben, aber sicher kein Mensch, der sich um Kunden kümmert, weil da kriegt man klassischerweise zurück, sehr geehrter Herr Kürner, vielen Dank, dass Sie sich registriert haben, Ihre Serviceabteilung. Das ist sozusagen, wie er da hast, der Schnitzel und es ist. Wenn ich zurückschreiben würde, lieber Gerhard, es freut uns sehr, dass du uns deine kostbaren Daten und deine Zeit gibst. Ich, Bild, Name, Link und mein Team werden ab sofort dafür sorgen, dir die besten Angebote und die coolsten Technologien zu zeigen. Und wenn du was brauchst, melde dich bitte sofort bei mir hier mit meiner Nummer. Dann glaube ich, das ist ganz was anderes. Und das ist eine Mail, das muss ich einmal machen. Ich muss nicht einmal Geld investieren. Also wir sind da in ganz viele Dinge drin, dass wir digitales Add-on sein. Und nicht in echt. In echt werde ich auch sagen, grüß Gott und bitte danke, wenn ich einen Fehler mache, entschuldige mich. Digital nicht, das ist ja ein Computer, der da ist. Das ist, also da sprichst du mir aus der Seele, weil das kenne ich von, ich war gestern wieder bei einer Firma, bei einer Unternehmerin, Top-Unternehmerin, Top-Verkäuferin, ich habe zuschauen können, wie die verkauft. Mhm. Und wenn man dann schaut, wie es digital verkauft, ist alles Persönliche weg. Mhm. Ihre persönlichen Qualitäten, ihr Know-how, ihre Kompetenz, alles versagt. Mhm. Und für mich ist das immer so einfach, wo ich immer sage, ja, im Realen kennen Sie es, jetzt müssen Sie nur dasselbe noch schauen, digital abzubilden. Digitales Marketing, Sales und Co., darum habe ich das mit Herrn Havelka gesagt. Das ist ja nichts anderes wie, bitte versuchen, wie Sie es in echt gut machen, im Digitalen auch so zu besetzen. Und immer schauen, als Kunde würde mir das selber ansprechen. Ja, und ist jetzt, probieren wir mal mit dem Handy Ihr Formular abzuschicken. Und was kriege ich zurück? Wenn ich ein Formular ausfüllen muss für einen Gesprächstermin mit der Küchkauf oder was anderes und ich kriege keine Bestätigung und nichts zurück, dann sage ich, ruft mich in 5 Minuten, in 5 Stunden, in 5 Tagen an. Weiß ich schon nicht. Im echten Chef weiß ich nicht, der Herr Bickel und ruft ihn am Morgen an. Also ganz simple Dinge, die man einfach sagt, nein, das digitale. Ja. Sorry für die lange Antwort. Passt perfekt, wir sind eh ganz knapp. Ich würde sagen, danke fürs Dabeisein. Wir haben noch 2 spannende Webinare am 20. Oktober und am 17. November vor uns. Freue mich wieder, wenn du wieder da bist, Gerhard. Ja. Und freue mich, wenn Sie auch alle wieder teilnehmen. Schönen Tag noch. Danke. Dankeschön. Wiederhören.